bin übrigens schlafen gegangen. Ja, ich bin auch schon bestätigt. Oh. So. Gießt du jetzt oder soll ich gießen? Und oder holst du den. Weißt du, am Anfang ist eh noch nicht offen. Oh, es regnet. Wir müssen nichts gießen. Never mind. Jetzt haben wir das ja schon. Also. Naja, passt die Nagel oder passt die Nagel? Ich geh am Stock. Dieses scheiß Unkraut. Ruhig, ruhig. So. Okay, also Twitty spielt Dota, nicht Dota 2, noch die alte Warcraft 3 Map. Habe ich nie gespielt. Es gibt Dota, glaube ich, inzwischen auch für StarCraft. Ernsthaft? Für StarCraft 2 halt, in der Arcade. So, die Geister sind halt höchst unzufrieden. Ich weiß nicht, ob ich in die Mine sollte. Aber gut, wir müssen nicht gießen, wir müssen nichts. Ansonsten kannst du nur angeln oder in die Mine gehen. Ja, das ist irgendwie Schwachsinn, ich gehe in die Mine. So. Hier, die Sternentautaler Umschau. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Sternentautaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch, wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. So. Kriegt man dafür irgendwas? Ich glaube nicht, aber es klingt irgendwie gut, oder? So. Ich gucke jetzt mal, ob meine Geister auch fies sind. Die Katze ist ja hier drin. Wetterbericht. Morgen wird es eine leichte Brise, erwartet eine Menge Pollen. Mhm. Und Wahrsager, Glitzer in meiner Kristallkugel, eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf eurer Seite sein. Okay. Ja, auch mal sehen. Ich gehe mal den Baum kaufen, ne? Mach das! Aber. Soll ich noch einen zweiten Baum, irgendwie einen Apfelbaum oder sowas mitbringen? Weil 6000 haben wir uns 3000 übrig. Wie viel können wir denn noch ernten vor Sommerbeginn? Hier ist übrigens wieder ein Auftrag. Oh, ja, das wir müssen. Julia-Cola-Auftrag von Haley. Oh, 9 Uhr. Ich habe alle Coyolas dabei, soll ich dir eine geben? Ja, gib mir mal eine. Davon kannst du mir gerne eine schenken. Dankeschön. Ich muss nur Haley finden. Aber jetzt kann ich erstmal hier reingehen, weil hier offen ist. Also uns wird geraten, Geld zu behalten. Das sehe ich nämlich bis zum gewissen Grad auch so. Also je nachdem, wie viel wir jetzt noch verkaufen, sollten wir nämlich Geld haben, um dann im Sommer die Sachen kaufen zu können. Aber soll ich jetzt trotzdem einen Pfirsich kaufen? Weil ich habe gerade nachgeguckt, wir brauchen keinen Pfirsich. Soll ich trotzdem einen Pfirsichbaum kaufen? Ach ja, so einen Baum. Okay, ja, haben wir jetzt einen Pfirsichbaum. Aber dann so ein bisschen was können wir aufheben für den Sommer auf jeden Fall. Und ich könnte theoretisch noch Kirsche oder Aprikose kaufen für 3.400 oder 2.000. Nee. Haben wir noch 1.600 übrig? Wir haben heute wieder was verkauft. Ja. Aprikose 2.000, da haben wir noch über 1.000 übrig. Na gut, wir ernten ja nochmal. Aber ich würde schon gerne mit so um die 5.000 in den nächsten Monat starten. Okay. Dann war das quasi unser letzter Saatguteinkauf heute. So in die Richtung, ja. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass die immer schön frei stehen. Muss ich da auch vorher düngen? Nee, ne? Bei Bäumen nicht, glaube ich. Nee, ich glaube nicht, aber du musst so darauf achten, dass Platz ringsherum frei ist. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Oh, Entschuldigung, ich habe parallel jemandem geantwortet, also vielleicht ist dieses Push to Mute irgendwie doch nicht so. Ich setze den mal hier so hin. Da. Und den anderen hier hin. Zu nah an einem anderen Baum. Was? Der ist kalt rausgerissen. Hallo. Ich muss meine Axt noch aufrüsten. Das wäre noch was Wichtiges, was wir tun könnten. Die Axt auf. Achso, für brauchen Dings. Für die Baumstümpfe. Ja. Ja, und für die Baumstümpfe, dass wir die wegmachen können. Ja. Die geben Hartholz. Das dauert noch ein bisschen. Brauchst du nicht so eine Kupferaxt dafür? Ich dachte, da bräuchtest du schon eine Eisen für oder so. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Wenn es mit der Kupfer geht, dann sollten wir auch links unten den Wald irgendwie freischalten, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie man da rankommt oder ob man da einfach nur hingehen muss. Links unten den Wald? Muss man da nicht dafür nicht was im Gemeindezentrum machen, damit die Brücke repariert oder sowas? Nee, die Brücke ist, glaube ich, gar nichts zum Reparieren, weil das ist nur die dann auftaucht, wenn man dieses Fest feiert. Oh, wen? Haley muss ich das liefern. Haley, Haley. Hab ich das auch nicht? Ich hab doch auch einen Auftrag. Haley. Oh,
Gott, oh Gott, lass das bitte, 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 das tut weh. Also wegen dem Lied an sich, weniger wegen deiner wunderschönen Stimme. Ich weiß, dass ich nicht wahnsinnig gut singen kann. Das Gnoss, was ich gebraucht habe, ich bin so glücklich. So. So, soll ich noch irgendjemandem ein Geschenk vorbeibringen? Ich soll dem Zauberer Narzissen vorbeibringen. Emily. Dann lutsche ich jetzt nicht mehr in heute, das mache ich morgen. Emily ist voll die Mode-Verrückte. Ich dachte, das ist Hayley. Ja, aber Emily hat auch gesagt, oh, Entschuldigung, ich habe schon über Mode geredet. Ich glaube, die ist eher im Sinne von Modedesign und Hayley will halt nur schön aussehen. Das kann natürlich sein. Das ist schon ein Unterschied, ob man sozusagen wissenschaftlich an Mode interessiert ist oder einfach nur... Wissenschaftlich an Mode interessiert? Naja, wenn man halt Mode selber kreiert, du weißt, was ich meine. Ich weiß schon, was du meinst. Oh, ein Slime mit goldenem Boppel. Der hat wieder irgendwas für mich. So. Oh, wir haben einen Diamant. Gib mir dein Loot, gib mir Loot. Geh mal Abigail in Lila Amethyst vorbeibringen. Ein Leuchtring, ich habe meinen Leuchtring wieder. Sehr schön. Ganz ohne Felix Hilfe. Aber findest du jetzt eigentlich, dass man LOL einfacher versteht, wenn man es spontan sich anguckt? Ich habe LOL doch einfach nie gespielt, so gut kann ich da nicht mitreden. Aber du hast zugeguckt, du weißt ja zumindest, ob das irgendwie... Ich habe den Anfang ja verpasst, weil ich mit meiner Nachbarin gesprochen habe. Ach, Schweinerei. Moment mal, Abigail war doch immer beim Laden mit drin, ne? Und also ich weiß, dass LOL mich beim ersten Spiel, bei den ersten drei Spielen, die ich gespielt habe, maßlos überfordert hat. Ja gut, dann ist es ja doch so ähnlich. Ja. Nee, hier ist nicht. Am Anfang vielleicht, ja. Da ist Abigail. Hallo, ich liebe so Zeugs ernsthaft, du bist echt super, Ben. Ich bin das eine, die mich mag. Ich mag dich auch. Von dir werde ich immer rumgeschubst. Dass ich mache hier, Ben, pflanz an, Ben, ernte die Pastinaken, Ben, Dünge vorher, nicht einfach bloß pflanzen. Ja, weil ich dich mag. Ja, das klingt nicht so nach mögen. Ich kommande dich ja nur rum, dass wir beide eine schöne Zukunft haben. Ich denke vor. Und ich keine Zukunft mit dir planen würde, würde ich einfach meinen eigenen Hof machen und drauf scheißen, was du machst. Mach dir doch einen eigenen Hof. Nee, ich will ihn ja mit dir zusammen. Wieder ein verlorenes Buch gefunden. Weil ich dich mag. Ja, aber ein verlorenes Buch gefunden. Ein Chef kann seine Angestellten auch mögen. Niemals. Oh, Sebastian ist am den Ozean gießen. Was? Den Ozean genießt man am besten alleine, meinst du nicht? Ich habe übrigens gelesen, wann dieser Typ da hinten erscheint, der nicht immer da ist. Wann? Wenn Sturm ist. Wobei ich es jetzt witzig finde, dass bei mir an einem Tag Sturm war und bei dir keine. Bei mir hat es nur geregnet. Ja, bei mir hat es auch geregnet, aber bei mir war wohl Sturm und dann er kommt an Sturmtagen und nicht an normalen Regentagen. Okay, was zur Hölle. Ja, habe mir auch gedacht. Stand zumindest so im Internet. Ich lese die Sachen über Stardew Valley jetzt nicht, während ich Stardew Valley spiele, damit du nicht wieder sagst, dass ich cheate. Du cheatest halt off-stream. Das ist ja nicht viel besser. Du bist aber ein flinker Fisch. Oh, ich bin erschöpft. Ich komme mal wieder zurück. Mir fällt gerade was ein. Unser Gespräch gestern oder vorgestern hat mich daran erinnert, dass ich ja noch Matcha habe. Und jetzt trinke ich Matcha. Und mir ist gerade eingefallen, dass mein Hintergrund wieder sehr, sehr dunkel ist. Weil ich mein Licht nicht angemacht habe, was mein Hintergrund wenigstens ein bisschen beleuchtet. So, verkaufen jetzt dieses Mal verkaufe ich das richtige Schwert. So, ich muss noch 974 Schleimis töten. Da ist sowas vor dir. Sehr gut. Kannst du auf unserem Hof noch ein bisschen aufräumen? Ja, das kann ich machen. Also an Monstern dann gleich, weil ich habe keine Energie mehr. Also ich kann keine Sachen mehr schlagen. Ich angel die ganze Zeit nur Sardinen. Nee, wir haben ja auch kein Glück heute. Aber es regnet. Und zumindest kein Müll. Aber halt Sardinen die ganze Zeit. Hallo Linus. Bitte reiße nicht mein Zelt ein, als ob ich das vorgehabt hätte. Ist schon einmal vorgekommen, ja, aber nicht mit mir. Habe ich irgendwas Schönes? Okay, Sardinen und Sardellen. Nom, nom, nom.
Sardinen sind ein bisschen klein, oder? Meinst du nicht? Raus. Oh Gott, was bist du denn für ein Fisch? Geh mal ab, das, okay, das ist irgendwas anderes. Was ist denn dein Problem damit, dass Sardinen klein sind? Ja, wenn du sagst, jom, 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 ist nichts dran. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe noch... Weiß ich habe einen Aal! Ich habe einen Aal. Überhaupt Sardinen gegessen habe jemals. Hast du zugehört? Du hast einen Aal, du hast einen Aal. Ja, Aal brauchen wir noch fürs Gemeindehaus für Nachtfische. Ach stimmt, ja, cool, du hast einen Aal. Das letzte nämlich, oder vor zwei Streams noch selber gesagt, wir müssen mal gucken, wo wir einen Aal herkriegen. Stimmt. Cool, dann müssen wir nicht noch ein Jahr warten. Das ist schon mal ich glaube, den kann man zu jedem Jahreszeit fangen. Die Fische haben auch unterschiedliche Jahreszeiten. Ich habe einen neuen Heringrekord, 46 cm. Aber wir haben schon den zweiten Nachtfisch damit in dieser Jahreszeit gefangen. So, jetzt würde ich Monster erledigen, es gibt aber keine. Aber dafür habe ich jetzt mal hier meine... Kiefernsachen geerntet. Haben wir das jetzt eigentlich schon? Ich habe übrigens links oben unsere Bäume hingepflanzt. Okay. Ah. Da kann man auch noch was ernten. Du bist aber auch an einer fiesen Stelle unterwegs. Was bist denn du für ein Fisch? Ein Heilbutt, ich glaube, hat man auch noch nicht. Klingt danach. Kommt mir jedenfalls gerade unvertraut vor. So, jetzt gehen wir den Kram hier mal ab. Sag mal, wie ist es denn? Was brauchen wir denn an... Neuer Rekord für Hering. Jawohl. Pflanzen, Handwerksraum, sammeln Exoten, Konstruktion. Ach ja, okay, die Dinger brauchen wir dann natürlich auch noch. Und das ist dann wahrscheinlich Winter, genau. Komm mal zurück. Fische, Spezialfische. Ich habe auch nur noch einen Köder. Heizraum Schmied. Ah, okay, ja, Geologe haben wir auch schon fast abgeschlossen. Also du bist gerade am Gucken. Ja, da haben wir schon einiges geholt, das stimmt. Und Abenteurer können wir auch noch machen. Schleimzehen, Federungsflügelzehen. Übrigens ist der Typ bei mir gerade wieder da. Ah ja, okay. So, an dem wir vorhin geredet haben, am Wasser. Warte mal, Fledermausflügel brauchen wir nur 10, ne? Ja, aber wir brauchen ja 50 Schleim oder so dafür. Ja, aber dann können wir ja die restlichen Fledermausflügel verkaufen. Kann man machen, aber wir brauchen nicht irgendwas zum Craften oder so irgendwann noch? Fledermausflügel, ich glaube nicht. Ich glaube, die anderen Dinger, aber... Wir müssen auch nicht alles aufheben, bis wir es irgendwann brauchen können. Also bei den ganzen Kisten, die wir haben, können wir jetzt auch alles aufheben. Ach, da muss ich ja extra hinlaufen, für uns abzugeben. Wie blöd ist das denn? Hab ich jetzt heute keine Zeit mehr für. Ja, du musst da hinlaufen, das ist richtig. Ich dachte, ich kann das auch so abgeben. Niu, niu, niu. Niu, niu, niu. Dann laufe ich halt morgen hin. Bin auf dem Weg nach Hause. Das ist schön für dich. Soll ich bloß den Aal nicht verkaufen? Laufe ich morgen auf dem Weg zur Mine am Gemeinschaftszentrum vorbei. Und gib schon mal. Wobei wir brauchen auch nur zwei Sachen davon, gell? Warte, ich guck nochmal. Geh mal schlafen. Heizraum. Nee, doch da. Gute Nacht. Nacht hier, nee, wir brauchen nur zwei Sachen davon. Das heißt, ich gebe morgen die Solaressenz und die Fledermausflügel ab und dann haben wir das Bündel mit den Abenteuern fertig. Cool. Ja. Ist doch nice. Ich weiß auch nicht, was wir dafür kriegen. Nein. Für ein einzelnes Bündel kriegst du nur so Mini-Sachen, ne? Erstmal Katzenknuddeln. Miau. Die schläft doch eh mit dir im gleichen Bett. Nee, die schläft neben mir. Fischenstufe 4. Neues Herstellungsrezept, Recycle-Maschine. Stimmt, ich habe diese ganzen Reusen noch gar nicht ausgelegt. Die was? Ich kann doch hier diese Fischreusen auslegen.